angemeldet, weil ich das Singen einfach liebe und immer geliebt habe. Und ich dachte, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so weit komme. Ich habe es eigentlich nur aus Spaß gemacht. Ja, und dann Finale. Finale. Sind wir übrigens alle. Sind wir alle Finalisten. Morgen Deutschland, Argentinien. Was glaubst du? Guckst du Fußball oder? Ja, auf jeden Fall. Willst du gucken? Morgen, also ich weiß schon, wer Weltmeister wird. Genau. Deutschland auf jeden Fall. Natürlich. Hat irgendjemand was anderes erwartet? Nee, ne? Du wirst schauen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mit der ganzen Familie und Freunden. Oh, wie schön. Ja, sag mal, welchem Team bist du denn gelandet eigentlich? Es gab ja, in der ersten Staffel gab es ja einen anderen Coach, also ja. Es gab Johannes Strate nicht, sondern Tim Bensko. Ja, und bei ihm bin ich auch gelandet. Der ist so toll, oder? Ja. Oh, das ist so ein Typ, den kann man die ganze Zeit knuddeln, macht wahnsinnig tolle Musik. Kannst du denn mal irgendwie so ein paar Sachen erzählen, was er dir an Tipps mitgegeben hat? Also wo du jetzt noch völlig gedacht hast, wie, darauf muss ich vielleicht achten, Atemtechnik beispielsweise und so weiter. Sind das Dinge, die er dir da vermitteln konnte? Ja, also er hat mir gesagt, dass ich einfach locker bleiben soll auf der Bühne und nur Spaß haben. Und nicht überlegen, oh Gott, was soll ich singen und so, einfach nur Spaß haben. Genau, das so ist es auch. Und denkst du, dass du hier in Ludwigshafen Spaß haben wirst? Auf jeden Fall, wenn alle mitklatschen. Aha, ihr habt's gehört, die Ansage ist da. Meine liebe Rita, ich drücke dir ganz fest die Daumen jetzt für deinen Auftritt. Wir hören ganz tolle Lieder von dir und hören uns auch gleich nochmal zum Gespräch dann auch, denn du bekommst ja, wie schon erwähnt, gleich nochmal tatkräftige tänzerische Unterstützung. Ja? Ja. Alles klar. Rita Guelli, viel Spaß! Always a tumor, I don't therapy, yeah.